Nachdem die Prozession in Eleusis angekommen war, folgte ein Tag des Fastens. In Erinnerung an Demeters Fasten während ihrer Suche nach Persephone. Mit dem Genuss eines besonderen Getränks aus Gerste und Frauenminze, dem Kykeion, wurde das Fasten beendet. Überlegungen richteten sich in diesem Zusammenhang auf die Frage, ob dieses Getränk psychoaktive Substanzen enthielt. Vermutet wurde etwa, dass in dem Trank Mutterkorn enthalten war,
dessen Toxine einen dem LSD verwandte Wirkung entfalten können. Später betraten die Mysten die große Halle, das Telesterium, wo ihnen die heiligen Reliquien der Demeter gezeigt wurden und die Priesterinnen ihre Visionen der heiligen Nacht bekannt gaben. Im Zentrum des Telesterions befand sich das Anaktoron, der Palast, bei dem es sich um ein schmales Steingebäude handelte, zu dem nur der Hierophant, der Enthüller der heiligen Geheimnisse, Zutritt hatte. Im Anaktoron wurden die heiligen Objekte der Demeter aufbewahrt. Die Hauptattribute von Demeter sind die Weizenähre, der Mond und die Doppelachs, die Labris. Die Geschehnisse im Telesterion gehörten zu den größten Geheimnissen der Mysterien, auf deren Verrat die Todesstrafe stand.